Rein private Gründe ließen mich jetzt in München Wohnung nehmen. Ich musste den Zustand, ohne eigene Wohnung zu sein, nun endlich beenden. In München war meine einzig lebende Schwester verheiratet. Erst mein späterer Freimaurerkampf ließ sie gegen mich Stellung nehmen. Am 20.08.1920 zog ich in München ein. Sah ich in dem politischen Leben Berlins den sich immer dreister eindrängenden Juden, beschränkt den Freimaurer, und vernehmlich die politischen Parteien, die Demokraten, Marxisten, Kommunisten und das Zentrum, so bekam ich in München sehr bald das Wirken der Bayerischen Volkspartei vor Augen geführt, hinter der Rom immer deutlicher für mich erkennbar wurde. Sie war ein Ableger des Zentrums, um Bestrebungen Roms im Reich durchzuführen. Diese gingen, wie ich alsbald erkennen musste, zunächst dahin, es zu spalten und einen römisch-katholischen Block längs des Rheins und der Donau zu bilden und diesem erforderlichenfalls eine monarchische Spitze in dem Hause Wittelsbach zu geben. Kurzsichtige Deutsche hielten Bayern damals für die Ordnungszelle Deutschlands und es verstanden auch deutsche Menschen, wie zum Beispiel der Polizeipräsident Pöhner in München, Ordnung zu halten. Aber über das gefährliche separatistische Treiben der Bayerischen Volkspartei konnte mich das doch nicht hinwegtäuschen, sobald ich es erkannt hatte. Es drängte sich mir natürlich erst nach und nach immer klarer auf. Da ich dann aber mit meinen Ansichten nicht zurückhielt, stellten sich diese Kreise, die vielleicht zuerst daran gedacht hatten, durch Ministerpräsident von Kahr, dem auch ich zunächst traute, mich für sich einzuspannen, mir immer schärfer entgegen. Sie unterstützte Kronprinz Ruprecht von Bayern, der mich seiner Natur zufolge fast instinktiv ablehnen musste. Ich hatte außerdem in meine Kriegserinnerungen seine militärischen Fähigkeiten nur sehr bedingt anerkannt. Ich wusste damals ja noch nicht einmal, dass er seiner Heeresgruppe meine Weisungen vor dem Zurückgehen in die Siegfriedstellung im März 1917 das Vorgelände derselben, so wie es unsere militärische Lage gebot, gründlich zu zerstören, nicht mitgeteilt hat, sondern dies seinem Chef des Generalstabes überließ. Mein Urteil vertiefte seine Ablehnung. Aus seinen Kreisen war ich ja schon im Spätherbst 1918 an allem Unheil als schuldig hingestellt. Generale der bayerischen Armee schlossen sich ihm gegen den Preußen an, während zahlreiche bayerische Offiziere und vor allem der bayerische Soldat mir gern das gaben, was mir als Führer im Weltkriege zukam. Die Eindrücke der Kapp-Tage in Berlin verschärften sich, nachdem ich Einblick in studentisches Leben gewann. Von den oberen 10.000 war eine Rettung des Volkes nicht nur nicht zu erwarten, sondern sie gingen Wege allein schon durch ihre Leichtfertigkeit, die dem Volke und dem Land neues Unheil bringen, altes vertiefen mussten. Von den völkischen Gruppen Münchens, die sich damals in natürlicher Abwehr der Not des Volkes bildeten, war der Bund Oberland der erste, dessen Führer um Empfang bei mir baten. Es besuchte mich später auch Rudolf Hess, kurz darauf Adolf Hitler, nachdem nicht allzu lange vorher die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei gegründet worden war. Ich weise schon hier darauf hin, was ich in meiner Rede vor dem Volksgericht am 29.02.1924 über dies bekannt werden sagte. Später wandte sich auch der Führer der Reichsflagge Nürnberg, Hauptmann Heiß, an mich. Auch Dietrich Eckart kam. Häufiger kamen dann auch Gottfried Feder und andere völkische Kämpfer. So gewann ich die erste, wenn zunächst auch flüchtige Verbindung mit völkischen Kreisen Münchens und Bayerns, die sich weiterhin natürlich wiederum nur allmählich vertieften. Aus Berlin besuchten mich die völkischen Abgeordneten von Gräfe und Henning, auch schon vor ihrem im Sommer 1922 erfolgten Austritt aus der Deutschnationalen Partei. Meine Zeit füllte ich aus mit dem Studium des Juden, der Freimaurerei und Roms, aber zugleich auch mit dem Schreiben des dritten meiner militärischen Werke, Kriegführung und Politik, das im Herbst 1921 wiederum bei Mittler und Sohn in Berlin erschien. Mein zweites Werk, Urkunden der obersten Heeresleitung, hatte ich bereits 1920 noch in Berlin herausgegeben. In dem dritten Werke zeigte ich den Deutschen nach kurzem geschichtlichen Rückblicken an den Ereignissen der Vorkriegszeit und Kriegszeit
und unter eingehender Darstellung der letzteren die Notwendigkeit der völligen Unterstützung der Kriegführung durch die Politik und zunächst im Besonderen das Verfehlte der deutschen Innen- und Außenpolitik vor dem Weltkriege, die den Bedürfnissen der Führung des kommenden wahrhaften Krieges in keiner Weise entsprach. Ich gebe Ausführungen hierüber wörtlich wieder, um so die Grundlage festzustellen, die ich in meinem völkischen Wirken bereits gewonnen habe, um zu zeigen, dass ich damals bereits sozusagen auf dem Weg zur Feldherrenhalle war. Nachdem ich dargelegt hatte, dass nach Ansicht der Deutschen, die ein starkes, wehrhaftes Deutschland als Grundlage seiner Lebenserhaltung und seiner Kriegsführung erstrebten, der Schwerpunkt des Staates in seiner Außen-, Wehrkraft- und Wirtschaftspolitik lag, schrieb ich: Die Innenpolitik, mit der die Wehrkraftpolitik als solche nichts gemein haben durfte, trat demgegenüber zurück, aber nur scheinbar, denn sie diente dem Staate als Grundlage und dauernde Stütze. Sie musste dem Deutschen das Leben in der Heimat so lebenswert machen, dass er willig alle Lasten auf sich nahm, dass er, wenn es Not tat, auch für den Staat das Leben einsetzte. Eine solche Politik war nur denkbar in der Hand einer starken, verantwortungsfreudigen, verfassungsmäßig und auch innerlich über den Parteien stehenden Regierung. Die äußere Politik, die die Regierung demgemäß zu treiben hatte, war nicht Selbstzweck, sondern diente allein dazu, die Freiheit und Wohlfahrt der Deutschen gegenüber missgünstigen und gewalttätigen Nachbarn durch Sicherstellung des Staates zu gewährleisten. Der Gedanke, dass man Gewalt auch nach innen anwenden könne, war damals in unseren geordneten Verhältnissen vollständig zurückgetreten. Wir sehen hier einen politischen Kreislauf von überraschender Einfachheit. Alles lief letzten Endes auf die Fragen hinaus: Ist das deutsche Volk einsichtig genug, um bei dem keine Stunde ausstehenden Ringen der Völker in seinem Daseinskampfe für die Sicherheit seines Lebens und seiner Entwicklung wie ein Mann einzustehen? Und was muss hierzu geschehen? Ist die Regierung stark genug, diese Lebensnotwendigkeit gegenüber den Widersachern außerhalb, aber auch innerhalb der Grenzen durchzusetzen? Statt dieser einseitigen und beschränkten, aber doch so klaren deutschen Auffassung, ein Standpunkt übrigens, den alle anderen großen Völker ohne weiteres für sich beanspruchen, beherrschte einen immer größeren Teil der Führerschaft des deutschen Volkes ein verschwommenes, internationales und pazifistisches Denken, Empfinden und Wollen oder doch ein Gefühl vollständiger Gleichgültigkeit gegen alle vaterländischen und völkischen Fragen. Diese Verschwommenheit schloss das Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Wohlfahrt und Freiheit des Einzelnen und einer kraftvollen Staatsgewalt sowie einer starken Militärmacht in der Hand einer zielbewussten Regierung aus. Sie ließ richtige Anschauungen über das Wesen und die Gestalt des kommenden Krieges, über seine Anforderungen an den Einzelnen und an das Volk nicht aufkommen. Diese Kreise standen einer Politik, wie sie Bismarck und alle großen Staatsmänner trieben, verständnislos gegenüber. Sie wollten die Sicherheit und die Entwicklung der Völker allein auf Recht ohne Macht aufbauen, trotzdem es im Völkerleben keinen Richter gibt. Sie übersahen vollständig den Unterschied, der zwischen äußerer und innerer Politik wenigstens früher bestand. Sie erstrebten, begünstigt durch die gedankenlose Übernahme des englischen politischen Parlamentarismus in unser Verfassungsleben, eine Schwächung der Staatsgewalt durch Demokratisierung der Verfassung, was durchaus unenglisch war. Aber er kam ihren eigenen selbstsüchtigen Bestrebungen entgegen, zu deren Verwirklichung sie auch die Anwendung von Gewalt für zulässig hielten, die sie im Völkerleben nicht gelten ließen. Sie schufen sich mit großem Geschick Menschheits- und auch Wirtschaftsideale, die den eigenen Wünschen entsprachen. Sie beachteten nicht, dass ihre Ideale eine ganz andere Menschheit und Weltordnung als die tatsächlich gegebenen voraussetzten. Alles war unecht oder einseitig in dem Denken dieser Volkskreise, bis auf das Sinnen nach eigener Machtfülle auf Kosten der Regierung und damit zu guter Letzt auf Kosten des deutschen Volkes. Sie gaben sich willig volksfremden und namentlich jüdischen Einflüssen hin, die dem germanischen Wesen völlig zuwiderliefen. Das war umso gefährlicher, als das jüdische Volk selbst, um ein Volk handelt es sich bei den Juden, ich weise in einer Anmerkung auf verschiedene zionistische Bücher bzw. Aussprüche hin,
ein stark ausgeprägtes Volksgefühl und einen starken Erwerbssinn besitzt. Beides war durch eine viele hundert Jahre vor Christi Geburt beginnende Inzucht immer mehr gesteigert worden. Das jüdische Volk erstrebte die Herrschaft über die Völker, die es aufgenommen hatten, und die Besitzergreifung der zu diesem Zwecke beweglich gemachten Güter. Die Gedanken, die die Judenschaft uns planmäßig verkündete, können in die verführerisch klingenden Worte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit zusammengefasst werden. Ihre innere Unwahrhaftigkeit und die Absichten, mit denen sie uns immer wieder vorgesagt wurden, sind nicht erkannt worden, werden es auch heute noch nicht. Sie gipfeln darin, unsere weltbürgerlichen Anlagen zu vertiefen, um uns jenes internationale pazifistische Denken anzuerziehen und als Menschen und Volk zu entmannen, damit andere mit starkem nationalen Wollen uns beherrschen, dabei die, die uns diese Worte bringen. Kein Volk war und ist für solche verworrenen Einflüsse empfänglicher als das unsrige. Ob dies an erster Stelle durch unsere Anlage oder durch unseren geschichtlichen Werdegang hervorgerufen ist, oder ob auch hier sich Gewicht an Gewicht hängt, um uns so hinabzuziehen, ist für diese Betrachtung gleichgültig. Schon die Berührung mit der Macht- und Kulturwelt des alten Römischen Reiches raubte uns viel von unserer Eigenart und Kultur, wenn sie uns auch bereicherte, und drängte unser Leben in fremde Welten. Auch das Christentum übte durch die geschichtlichen Bedingungen, in denen es sich entwickelte und aus denen heraus und unter denen wir es erhielten, einen starken Einfluss auf unsere völkische Eigenart aus. Über mein damaliges Verhältnis zur Christenlehre und den Kirchen spreche ich alsbald. Während in späterer Entwicklung sich die meisten Volksstämme Mittel- und Westeuropas zu Volkskörpern von starkem Rassegefühl und mit einheitlichen Anschauungen und Empfindungen und zu geschlossenen Volksstaaten heranbildeten, entfremdeten wir uns den eigenen Lebensfragen. Der Name Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation zeugt von dem ganzen inneren Widerspruch, in dem sich unser staatlicher Werdegang bewegte. Statt uns eine starke Spitze zu geben, stritten wir gegen die heimischen Gewalten, die die Herrschaft beanspruchten. Statt unter einheitlicher Leitung Rücken an einander gelehnt zu stehen, wandten wir uns gegeneinander und suchten Anlehnungen im Ausland. So blieben wir staatlich zerrissen. Es konnte sich kein deutsches Volksgefühl heranbilden wie in Frankreich, England und Polen, geschweige denn ein stolzes Rassegefühl. Von den Lehrern und Erziehern des Volkes erschien in Deutschland die Welt- und Ordensgeistlichkeit des römisch-katholischen Bekenntnisses viel ausgesprochener als Dienerin Roms und stellte sich, selbstverständlich mit Ausnahmen, in ihrer Gesamtheit weniger auf so ausgesprochen nationalen Boden, wie wir es zum Beispiel wiederum in den rein katholischen Staaten Frankreich und Polen sehen. Hier war sie die Trägerin sogar nationalistischer Bestrebungen. In Polen besonders wurden die Begriffe Religion und Nationalität vollständig gleichgestellt und auch in Frankreich sind sie tiefer eins, als es den Anschein hat, was wir in Elsass-Lothringen schwer empfanden. In den katholischen Ländern deckte sich die Macht des Staates mit dem Einfluss Roms. Anders war es in Deutschland mit protestantischer Mehrheit der Bevölkerung. Hier kam die Macht des Staates einer Religion zugute, die sich im Gegensatz zu Rom herausgebildet hatte. An einer Stärkung dieses Staates konnte ihm nichts gelegen sein. Die evangelischen Geistlichen blieben Söhne des deutschen Volkes allein. In ihren Reihen befand sich mancher Vertreter jener internationalen pazifistischen Gedankenwelt, die das deutsche Volk blendete und verdarb. Jedenfalls diente die evangelische Geistlichkeit den nationalen Aufgaben nicht durchweg, in dem Umfange wie die katholische, ganz gleich aus welchen Gründen, in rein katholischen Ländern.